Ding, ding, ding. Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren leider nicht geeignet. Ding, ding, ding. Wisst ihr was, Leute? Wir haben ja in diesem Kapitel, haben wir ja, was wollte ich gerade sagen? Schon Zeitraffer gehabt, ne? Hier wegen den, sag's mir. Ach, leck, 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 es wird nicht besser, obwohl ich rausgegangen bin. Okay, wir haben ja schon Zeitraffer gehabt. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal in die Küche, wenn wir denn irgendwann ankommen. Und, oder wieder irgendwo gegenrennen. Und werden, sag's mir. Ach, lass mich jetzt hier vorbei. Und werden, was werden wir tun? Die Kisten rüberbringen. Also jetzt auch nochmal ein Zeitraffer. Weil vielleicht kommt mir dabei jetzt die zündende Idee, wie ich den Betrüger umbringen kann. Vielleicht finde ich auch einfach in irgendeinen Kisten eine Waffe, weil dann geht es ein bisschen einfacher hier. Und zwar viel einfacher. Kommt jetzt. So. Ach komm, geh auf, jetzt hier. Was, geht's in die andere Richtung auch, oder was? Ha! Was für ein Bug. Hä? Die Schweine, seit wann? Nee, da sind nur Hälften, hier sind's. Ich hab blöd, das sind, hier sind ganze Schweine ohne Kopf. Haben wir neuen Schachtmeister hier? Sag mal, die wurden noch nicht da über das Fließband gerollt. Egal, achso, da ist sogar ein. Ach, das war bei der Kiste drin. Gib mir die Kissen. Oh, das kann jetzt nur was werden. Ja, ich weiß, ein Kissen. Gib's mir. Hab ich einfach auf, ey, ohne Scheiß. Sehe ich da eine Flasche, ach, ich dachte gerade, ich kann für den Flieger bis nach draußen gucken. Und lass uns mal die Türen auf. Gibt's hier irgendwie eine Mod, dass die Türen aufbleiben? Echt jetzt? Lauf durch die Tür durch am besten, das geht nicht. Das ging doch bei der Lagerraumtür auch. Ich hasse dieses Spiel. Ich glaube, wie viel? Kapitel 12, ne? Geht die auch nach außen auf? Geht die auch nach innen auf? Geh mal, versuch mal. Ja, geht auch. Genau, besonders weil das Schloss halt auch, ne? Normalerweise kann das gar nicht gehen. Geh nochmal, das ging eben. Geh jetzt rein. Ich krieg die da auch rein. Ich krieg es, ich schaff es, ich schaff es. Geh. Ach, es geht nicht. Ja, unlogisch. Komm, mach's auf. Mach's auf, geh rein. Ach, da war ich gegen die Wand, an der gelaufen bin. Oh Gott, jetzt geh rein, du Schiss! Und jetzt schmeiß einfach runter. Ach, geht natürlich nicht. Wo ist denn jetzt? Ach, das ist Wohnzimmerkreuz, ne? Hallo, gibt's hier keine Aktualisierung oder was? Nimm doch mal. Dreh ich mal um, geh mal hin. Geh mal. Warum nicht? Weil hier hab ich das doch immer noch als Dings. Es gab doch immer so eine kleine Aktualisierung dann. Na egal, lass uns weiter. Leute, ich breche jetzt hier echt mal kurz die Aufnahme ab und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die letzte Kiste hier reingebracht habe. Weil ohne Aufnahme, glaube ich, läuft das Ganze hier flüssiger und dann habe ich das schneller erledigt. Also Leute, ich habe jetzt gerade die letzte Kiste hier reingebracht. Und es gibt keine Aktualisierung. Kann mir das jemand erklären? Ist das Spiel echt so verbuggt? Soll das... Ich meine, hallo, ich habe sie alle weggebracht. Gut, ich meine, es ist nicht mehr das Kapitel, aber ich meine, es stand ja hier trotzdem noch als Aufgabe. Ja. Aber mir ist jetzt echt gerade noch was eingefallen, als ich hier nämlich so rumgewackelt bin. Wir wackeln mal wieder hier raus. Und zwar trinkt er ja da oben eine, weiß ich nicht, Whiskyflasche irgendwie. Und... Ja, komm, lauf mal hier wieder. Eben war ich echt schneller, ohne Aufnahme. Da konnte ich ganz normal gehen. Okay, war auch noch langsam, aber egal. Ja, genau, lauf mal wieder vorbei. Und zwar hat doch hier irgendeiner, ich glaube, der ganz am Anfang, dieser Raucher, der hat doch hier unten auch Whisky getrunken. Vielleicht können wir hier von hier unten noch so eine Whiskyflasche mitnehmen. Und weil doch da mit der Spieluhr wurde doch sein Bett angezeigt. Ja. Und dann können wir da die manipulierte Whiskyflasche von hier unten, können wir dann neben sein Bett legen. Das wäre doch eine Idee, oder? Weil dann macht das auch Sinn mit der Spieluhr. Ich finde es zwar mit der Spieluhr ziemlich verkackt, weil man ja anscheinend dann erst alles haben muss. Und dann gibt es einem den letzten entscheidenden Hinweis. Steht das nicht hier? Nee, das ist nur der Wein. Aber der hat doch das hier gesoffen. In dem Film. Das hatte ich gesehen. Das sieht aus wie Ketchup hier, die Champagnerflasche. Weil das hier ist doch nur so eine Flasche wie... Kann ich noch nicht mal nehmen. Die. Ja, die kann ich auch wieder nur... Geht noch nicht mal kaputt. Die kann ich nicht einstecken. Was steht hier noch? Oder an der Bar. Wir könnten zur Bade gehen. Das sind auch nur die beiden.
Da drüben ist auch nur das. Was steht da noch? Auch so ein normal. Hier steht auch überall Alkohol rum. Das ist unglaublich. Ja, das Kreuz. Ja, das soll uns nicht stören. Liegen hier immer noch die Zigaretten von dem Alten? Was für ein Geschmack. Also da steht auch wieder so eine normale Weinflasche. Und da halt so ein Sektding. Dann gehen wir doch nochmal zur Bar und gucken schnell mal an der Bar. In den Weinkeller will ich jetzt nicht nochmal gehen. Es dauert ewig, bis ich da bin. Wir gehen jetzt nochmal zur Bar und gucken an der Bar, ob da so eine Flasche steht. Weil das wäre das einzige Sinnvolle, weil dann könnte er nämlich die beiden verwechseln. Weil er ist ja auch die ganze Zeit da. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich ihn da weglocken sollte. Und wegen diesem Hinweis von der Spieluhr halt, ist es sehr sinnvoll, dass... Ihr wisst, was ich meine. Dass ich da eine Flasche halt hinlege. Weil er legt die ja auch immer zwischendurch ab. Sein Geist ist zwar zu stark für meine Manipulation, was aber auch Schwachsinn ist, weil er besoffen ist. Da ist gar kein Geist mehr stark. Außer vielleicht Stephen Hawkings Geist. Ob der überhaupt gesoffen hat, ist die andere Frage. Geh jetzt da rein! Geh jetzt! Danke. Und warum geht die Tür jetzt plötzlich ganz groß auf? Warum bleiben die immer nur zur Hälfte stehen? Warum geht der nicht einfach durch die Türschwelle jetzt rüber? Wollt er mich verkackeiern jetzt, oder was? Alter, ist da eine unsichtbare Wand, oder was? Renn jetzt da rein! Alter, ich hasse dieses Spiel. Alter. Seriously? Geh jetzt. Ich meine, schaut euch das an! Geh nochmal ein Stück zurück, gleich die Tür wieder von alleine zu. Und jetzt Anlauf rein! Es kann nicht wahr sein, ich hasse dieses Spiel. Schaut euch das an. Nochmal Anlauf. Und rein jetzt. Ah! Lusch, geh! Alter, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ganz ehrlich jetzt, Leute. Und das liegt nicht am Lecken, dass ich da nicht reinkomme. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Gehen wir halt von hinten rum. Oh, ich meine... Hier ist aber zwar auch eine Schwelle, aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir jetzt wenigstens hier reinkommen. Danke! Ah ja, hier geht's also. Es ist nicht mehr normal. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Mhm. Und ohne Musik geht es sie. Was meinst du damit? Du glaubst, sie hatten eine Affäre? Als ob er das gerade gesagt hätte. Und diese Türen, dass die immer nur so zur Hälfte aufgehen, das macht mich wahnsinnig. Das hindert mich noch mehr daran, hier weiterzukommen. Lauf jetzt. Irgendwas muss mit meinem Laptop bei diesem Absturz passiert sein. Also nicht, dass er über Türschwellen nicht rüberkommt, dass die Türen so doof aufgehen. Wir müssen jetzt lang. Da hinten. Aber mit diesen Frames. Kann sich das jemand erklären von euch? Warum plötzlich die Spiele dann so... Weiß ich nicht. Ist irgendwas mit meinem Arbeitsspeicher vielleicht da passiert? Oder ich sollte echt nochmal mit meinem Grafikkartentreiber, dass ich da nochmal gucke. Auf jeden Fall. Das ist echt komisch. Boah, der läuft so langsam. Ich dachte eben schnell, der läuft wieder gegen eine unsichtbare Wand, aber... So, jetzt gucken wir nochmal hier ganz kurz. Lauf ein Stück vor. So. Was haben wir hier? Das sind auch alles nur die Flaschen. Aber ich muss heute noch arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch schaffen soll, wenn ich hier nicht weiterkomme. Da! Ist das nicht... Nee, das hat er auch nicht. Das ist eine Champagnerflasche oder so. Guck mal nochmal schnell hier rein. An diesen kleinen Wein-Bar-Keller-Lagerraum. Ob hier irgendwas steht. Sind hier auch Flaschen? Da steht ein... Das hier nirgendwo. Wo hat dann die hergehabt? Hat er sie bei sich gebunkert oder was? Hier sind auch nur die normalen. Gucken wir nochmal dahin. Wow! Lauf nicht zu weit, bitte. Oh, jetzt lauf ein Stück. Ich will da um die Ecke gucken. Lauf mal dahin und dann nochmal ein bisschen und dann geh mal ein Stück zurück, weil dann kann ich, sonst kann ich hier nicht gucken.
So, guck mal davor und geh mal ein Stück zurück. So, was sehe ich denn jetzt hier? Da ist doch so eine Flasche. Hier, genau vor uns. Da. Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Das ist doch so eine Flasche, die er da oben hat. Da auch. Sieht aus, als wäre mein Gesicht da oben drauf. Ich kann die nicht nehmen. Das ist doch genau die Flasche. Ja, super. Was will das Spiel denn sonst von mir? Ich verstehe es nicht. Das ist doch die Flasche. Oh, jetzt gehen wir nochmal zum Tom. Ich werde bekloppt. Warte mal, wie gehen wir jetzt am besten? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind ja jetzt genau hier. Wenn wir jetzt hier hochgehen, dann kommen wir auf der anderen Seite lang. Aber ist nicht schlimm, dann gehen wir halt oben dann, oder? Warte mal. Was sind wir da? Dann müssen wir da zurück. Oh, ich weiß nicht. Warum gibt's hier keinen Zip-Modus? Ja, komm, dann gehen wir halt jetzt hier schnell lang. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich brauche irgendeinen Weg, wo die Türen... wo ich meine Türen habe. Ich weiß nicht, warum das so doll leckt. Das war vorher nicht. Und das stört mich. Das stört mich. Da doch, der Teufel hat doch hier seine Hände am Werk. Und wenn ich dann renne, dann geht's mir so schnell. Dann hört er immer, weil ich höre nämlich oft, das ist das Problem. Darum renne ich immer weg gegen. Weil ich drücke jetzt auf Sprinten, höre auf mit dem Sprinten und erst jetzt hört er auf mit dem Sprinten. Weil es halt so scheiße leckt. So, wir müssen jetzt da hoch, oder? Da lang, genau. Und dann können wir da lang. Okay. Ich finde es doof, dass ich die Flasche nicht nehmen konnte. Ich finde so einiges anscheinend doof jetzt gerade. Arbeiten muss ich auch noch. Und ich muss noch irgendwie den Part auch bearbeiten, den ersten dann wenigstens, dass ihr den heute dann auch noch sehen könnt. Wahrscheinlich spiele ich hier, bis ich zu meinen Kunden muss. Und dann. Nerv. Ich weiß nicht, ich habe das nur gehört. Warte mal, kann ich. Da ist keine Tür vorne, ne? Ja, da muss ich jetzt da reingehen. Das blöde Schwein. Ja, das blöde Schwein. Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band. Nein. Hast du sie gesehen? Vorher haben die Leute auch immer noch ein bisschen was verraten in ihrem Gespräch, was man tun muss. Und jetzt erzählen sie auch immer nur noch das Gleiche, echt. Geh da hoch. Ach, haben sie dich vorhin da schon gesehen? Das ist jetzt schon fast wieder ein bisschen witzig. Alter. Die kommt auch nicht weiter. Ah, oh, göttlich. Das heißt, nächstes Mal suchen werde ich immer nachgucken. Geht's darüber. Danke, ich hatte schon Angst, dass ich da nicht rüberkomme. So, wir gehen jetzt hier wieder lang. Ich höre keine Musik mehr. Ist das normal? Ich höre keine Musik mehr. Okay. Wahrscheinlich brauche ich zu lange. Gibt's keine Musik mehr. Geht durch. Geht da jetzt durch. Da können wir doch jetzt da hinten lang gehen. Ist immer schneller. Lauf, Schatzi. Irgendwer anders läuft hier auch gerade lang. Alter, es gibt echt keine Musik mehr. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Da rein. Wir gucken jetzt nochmal bei ihm hier rum. Ist er überhaupt noch da? Mal gucken. Ja. Okay, er hat diese Flasche. Die sieht doch genauso aus. Lass mal, zeig mir mal die Flasche, Tom. Es gibt keine Musik mehr. Oh, Lucius. Warum? Ich verstehe es nicht. Nee, die hat oben noch so ein Weiß. Ich glaube, das ist doch eine andere Flasche. Ja, dann muss er sie ja trotzdem irgendwo herhaben. Nur wo? Können wir mal das Ding da oben ausmachen? Das zieht mir hier alles runter. Nein, können wir nicht. Mahlzeit. Ach nee, du hast geweint. Okay. Ach so, was denn hier in den Kisten? Hat er da auch Alkohol gebunkert? Scheint nicht so. Lass mal da reingucken. Geh mal seitlich. Danke. Okay. Ah! Hier stehen auch noch Flaschen. Das ist doch ganz gut, wenn hier auch Flaschen stehen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo die Flasche, die wir brauchen. Wenn es so ist, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht denke ich mir auch hier gerade irgendeinen Stuss. Nein, das sind auch nur wieder die falschen Flaschen. Da unten ist ja gar nichts zum Öffnen. Da sind irgendwelche Cookies. Hier gibt's nichts. Wieder raus. Schau ich das an. Wie soll man da durchgehen? Jetzt mal echt. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde jetzt erst die Tür zumachen. Wenn dann mal die Hand kommt. So.
Und jetzt mache ich es auf der anderen Seite offen, weil die gehen nämlich, das sind nämlich ganz geschickte, die können nämlich in beide Richtungen aufgehen. Ja, das, so macht man das heutzutage. Oder damals, da gingen die Türen nämlich in beiden Richtungen auf. Waren trotzdem keine Schwingtüren, aber sie gingen in beiden Richtungen auf. Das war ganz geschickt gemacht vom Gewinde her. Ja. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Da hinten ist eine schöne Vase eigentlich. Da hinten. Passt überhaupt nicht zur Tapete, aber... Ach, willst du mich verarschen? Hier steht so eine Flasche. Das ist die einzige, die noch so im Haus da ist. Die steht bei ihm, hat er sich hier gebunkert oder was? Oder stehen da noch... Ah, nee, da sind noch Weinflaschen. Die einzige... Ach, und die kann ich jetzt nehmen. Ach, du willst mich doch... Das ist doch aber... Kann ich mal ranzoomen? Nein, das ist doch eine andere Flasche, oder? War das die? Lass mich mal von der anderen Seite gegen gucken. Bitte? Ob da auch so ein Gesicht vorne drauf ist? Ja. Das ist die Flasche gewesen, die unten stand. Ich finde es scheiße, dass ich die jetzt hier nehmen kann, ja. Das ist ein scheiß Spiel. Du, so ein... Nee. Was ist mit dem Arm los? Kann ich die jetzt einpacken oder schmeiß ich die auf den Boden? Gott sei Dank. Oh Gott. Inventar. Naja, dann haben wir es jetzt gleich beendet. Es ist so scheiße. Es ist so scheiße. Und wenn es nicht die anderen vorhin waren, wenn ich mich da echt getäuscht habe, wenn das andere waren, dann frage ich mich aber trotzdem, warum die einzige Flasche davon hier stehen muss. Echt, das... Nee. Das ist scheiß, 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 scheiße. Okay, ja, machen wir die. Kombinieren mit... dem. Ja. Kuh. Hallo? Was? Ich will nicht die Nagel... Hör auf. Jemand kann dich sehen. Ja, hör auf. Ich will doch gar nicht die Nagel... Ich hab doch Kuh gedrückt, du Arschkeks. Weil das Inventar noch offen war, wahrscheinlich. Ich habe etwas von Gift aus der Kammer in Toms Whiskyflasche gegeben. Etwas von Gift. Das heißt, wir haben noch was. Zeig mal. Nein. Er hat alles, das ganze Gift hat er reingetan. Dann sag doch nicht sowas von wegen etwas. Ich habe mich schon gefreut, dass wir noch ein bisschen was haben. So, jetzt geht er raus und addiert ihn jetzt. Darf er uns nur noch nicht sehen. Obwohl, er ist eh besoffen. Der sieht eh alles doppelt. Na toll. Müssen wir doppelt aufpassen. So, stellen wir uns mal hier hinten hin. Jetzt macht nämlich auch dieses Spiel wieder Sinn. Ich muss jetzt allein sein. Ja. Guck mich nicht an, bitte. So. Er sieht mich nicht hier, das ist gut. Jetzt haben wir die... Nein, wir haben die Nagelpistole. Wie konnte sie das tun? Komm. Warum sollte sie so etwas tun? Fixflasche. Komm. Da, nimm die. Oh, Lucius. Nimm die. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Jetzt wird's, ja, genau. Hör auf zu reden, jetzt kann er mich gerade sehen. Guck weg. Ja. Drücke Q, ja, das machen wir dann später. Jetzt kommt wahrscheinlich eh gleich der Film. Stellen wir uns mal hier hin. Komm, nimm die... Hat er die falsche jetzt genommen? Ja, hat er. Oh, Gott sei Dank. Du hast die vergiftete Flasche auf das Bett gelegt. Ja, ich weiß. Oh Gott, wieder. Schau mal, wie der jetzt aussieht, wie er säuft. Oh oh. Schwebeflasche, Schwebeflasche. Du! Oh. Das warst du! Du kleiner Scheißer! Hallo? Du hast das alles getan! Ich bin dein Neffe. Klappe. Ich bin ein ganz liebes Kind. Tom, ich bin es. Charles, mach bitte die Tür auf. Wir haben den Fernseher eigentlich ausgemacht, aber egal. Backspiel. Oh, Scheiße. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Das hat sich jetzt angehört, als hätte er jetzt ein bisschen nebenbei gelacht, aber ich weiß nicht.
Mr. Wagner, mir fehlen die Worte. Sie haben eigene Schlüsse gezogen, Detective. Unsere Familie erleidet eine große Schande. Ich habe nur noch geringe Hoffnung. Ich möchte, dass Sie und Ihre Männer das Haus bis zum Abend verlassen. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns ab jetzt selbst um unsere Probleme kümmern. Noch einmal, Ihr Verlust tut mir wirklich leid, Mr. Wagner. Ich werde für Sie und Ihre Familie ein Gebet sprechen. Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Oh. Meine letzte Beichte ist, oh, ich weiß nicht, schon sehr lange her. Da gibt es eine Familie. Ihr Heim wird von Unglücken heimgesucht, die ich nicht erklären kann. Ich habe versucht zu helfen, aber ich habe mich vielleicht zu sehr eingemischt. Ich habe Albträume. Fürchterliche Szenen spielen sich in meinem Kopf ab. Und diese Familie, sie sind die Schauspieler. Ich glaube, diese Familie braucht Hilfe, mein Sohn. Ich glaube, die Kirche sollte intervenieren. Oh nein.